total fremd, aber auch total schön. Das sollte so ein bisschen schon auch einen Wohnzimmercharakter haben. Eine Aromamassage, Lumi Lumi, Hot Stone, ayurvedische Massagen. Alles neu bei Britta Nolte. Um Haare und mehr verspricht sich das frisch renovierte Haus zu kümmern. 6 Wochen lang dominierten zahllose Handwerker das Bild an der Kartenhörner Straße und ließen vom alten Friseursalon kaum etwas übrig. Naja, nötig war es vielleicht nicht unbedingt, aber es war mein großer Wunsch. Das Geschäft wurde 1973 eröffnet von meinen Eltern und ich habe das vor 10 Jahren übernommen. Und ich habe jetzt halt viel darüber nachgedacht, wie meine Zukunft aussehen wird. Und ich möchte mindestens noch 20 Jahre arbeiten und 20 Jahre hätte das Geschäft halt optisch nicht mehr standgehalten. Also nahm Nolte weite Wege in Kauf, sah sich Beispielläden in ganz Deutschland an. Mit ersten Ideen im Gepäck ging es dann nach Neunkirchen. Hier steht die Engelshofe Bau GmbH seit 15 Jahren für anspruchsvolle Architektur und passgenaue Lösungen. Detailliert und in enger Absprache mit Britta Nolte entwarfen Anja und Jochen Engelshofe ein Konzept mit markantem Charakter, das sich dennoch einfügt in den Arbeitsalltag des Salons. Als die Idee rangereift ist, den Salon wirklich auch komplett umzubauen, also ein ganz neues Konzept zu entwickeln, war es für mich als Planerin eben erstmal wichtig, so auch mich so ein bisschen in den Arbeitsbereich reinzudenken und einfach auch zu sehen, dass dieses Konzept, wie der Salon Nolte arbeitet, wie Britta Nolte arbeitet und auch ihre Mitarbeiter, dann auch einfach im Gesamtkonzept der Architektur umzusetzen. Also sowohl den Arbeitsansprüchen gerecht zu werden, als auch natürlich den Kundenansprüchen. Apropos Kundenansprüche, die wurden auch während der Umbauzeit befriedigt. In direkter Nachbarschaft zur Baustelle betrieb Britta Nolte mit ihrem Team einen improvisierten Übergangssalon. Was natürlich optimal war, wir haben hier 200 Quadratmeter, wo wir genauso weiterschneiden können. Vielleicht ein paar Bequemlichkeiten weniger, die Waschbecken sind nicht ganz bequem, die wir hier eingebaut haben. Das Wasser funktioniert nicht immer so hundertprozentig und auch der Kaffee ist dann eher mal aus einem Pappbecher, weil wir so wenig Spülmöglichkeiten haben. Umso angenehmer also, die Arbeit dann nach langen Wochen im angestammten, aber völlig neu konzeptionierten Haus wieder aufnehmen zu können. Was sich den Kunden hier bietet, ist weit mehr als nur ein modernisierter Friseursalon. Vielmehr verweist der Namenszusatz Haare und mehr auf das Rundum-Wohlfühlangebot bei Britta Nolte inklusive eigenem Spa-Bereich. Es sollten auch mehrere Bereiche dazukommen, eben auch noch so ein bisschen Wellness-Erholung, einfach auch alles, nicht nur die Frisur, sondern rund um das Thema Wohlfühlen. Und da war einfach auch der Ansatz, ja einmal die Aufteilung in verschiedene Bereiche, in verschiedene Zonen, eigentlich ein offenes Raumkonzept zu haben, wo man dann aber eigentlich so durch verschiedene Angebote und verschiedene Zonierungen in dem Raum Bereiche schafft, wo der Kunde sich sowohl zurückziehen kann, als auch eben beraten lassen kann. Im Untergeschoss finden sich darüber hinaus weitere Arbeitsplätze, die vom Hauptraum des Hauses nicht einsehbar und so für manche Behandlung besonders prädestiniert sind. Man kann an den Arbeitsplätzen Haarverlängerung bekommen, dauerhafte Haarverdichtungen oder auch Patienten durch unsere Kooperation mit dem Krinis-Partner sind bei uns gut aufgehoben bei unauffälligen Perücken. Ja, und was wir auch ganz toll finden, sind halt, wenn jemand heiratet, dass er mit seinen Freundinnen und mit der Familie halt in einem Bereich zusammen sein kann, dass die schon gut eingestimmt werden auf ihre Feier. Oder wir haben halt ganz, ganz neu und ganz toll einen neuen Bereich geschaffen, unseren Kosmetik- und Wellnessbereich. Wir haben eine neue Mitarbeiterin, die aus dem Wellnessbereich kommt und alle möglichen Massagen kann. Aromamassage, Lumi Lumi, Hot Stone, ayurvedische Massagen und auch Kosmetikbehandlungen jeglicher Art. Alles in allem eine Fülle von Angeboten, die den Besuch bei Britta Nolte zu einem wirklich entspannten Erlebnis werden lassen. Schließlich geht es an der Kartenhorner Straße eben um Haare und mehr. Wir haben für Sie umgebaut. Die Engelshofe Bau GmbH und Britta Nolte. Haare und mehr.